Würzig. All around me are familiar faces. Wundervoll. Mach mal Anmoderation, Micha. Ja, willkommen hier zum ersten... Was geht, meine Freunde? KS Freak ist weg am Start und so. Leute, ich bin hier gerade im wunderschönen Long Beach und zu meiner Rechten ist eine Person in einer Location, die wir bereits hatten. Und zwar, Jungs, wenn ihr vielleicht kurz... Wir drehen hier gerade, das ist ein bisschen... Wen habe ich da neben mir? Warum sitzen wir hier und was haben wir eigentlich die ganzen Monate zusammen getrieben? Wieso sind wir überhaupt in L.A.? Das werden wir jetzt alles aufklären. Zu meiner rechten Seite sitzt mein... Kann ich sagen, bester Freund kann ich jetzt eigentlich nicht, weil sonst ist jemand beleidigt, ne? Ein guter Freund, nein, also einer meiner besten Freunde, der Micha. Ein guter, sagen wir, ne? Ein Freund. mein Kollege Micha. Micha kenne ich seit seiner Geburt. Ich war damals zufälligerweise quasi fast im Nachbarraum, als er rausgepresst worden ist. Und ja, seitdem haben wir uns immer relativ gut verstanden. Mal mehr, mal weniger. Es gab sogar Zeiten, da habe ich ihm mit einem Auto auf den Kopf geschlagen und versucht, ihn nachträglich abzutreiben. Das war kurz nach meiner Geburt. Hat dann nicht funktioniert. Er sitzt immer noch hier. Leute, warum sind wir überhaupt gerade in L.A.? Und was hat Micha mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Für die Leute, die mir auf Twitter und Instagram folgen, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich jede Woche so einen auf wir haben eine neue Radioshow rausgeballert. Geht mal auf den Link und klickt da drauf und hört euch gute Musik an. Die meisten Leute werden es wahrscheinlich ignorieren und sich denken so, was labert der Kerl da eigentlich? Was für eine Radioshow? Micha und ich sind quasi da gerade dabei, ein neues Musikprojekt zu formen. Und zwar unter dem Alias Not So Cool, weil wir sind beide nicht die coolsten. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Zuallererst ballern wir jede Woche einmal auf Soundcloud eine wunderbare Radioshow. Was jetzt ist der Wind hier gerade richtig stark, aber Thomas steht hier wie eine Eins und fällt das Mikrofon zu mit seinem T-Shirt. Absolut geiler Einsatz, Thomas. Also ja, wir sind auf jeden Fall einmal die Woche am Start auf Soundcloud, meine Freunde. Deshalb würde ich euch jetzt erstmal bitten, unser Soundcloud reinzufolgen. Da kriegt ihr nämlich einmal die Woche, ja, einen brandheißen, exklusiven Mix zu hören, der ungefähr eine Stunde, von einer halben Stunde bis einer Stunde geht ungefähr. Ja, 45 Minuten eigentlich. Ja, ist ja genau zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, ne? War jetzt nicht falsch, die Aussage. Genau die Mitte, war jetzt eigentlich ja nicht falsch, ne? Manchmal sind es auch 40 Minuten und manchmal auch 50. Ja. War auch schon mal mehr, mal weniger, ne? Ja. Kann man so sagen. Kommt auf die Laune an. Genau, kommt dann echt darauf an, wie viel Bock wir haben. Einmal in der Woche haben wir eine Heat-Up-Episode, das heißt, es geht richtig krass auf die Fresse. Einmal eine Cooldown-Episode, wo es ein bisschen chilliger ist, so Mucke, die ihr am Beach hören könnt, ohne dass euch alte Leute mit Stühlen verprügeln. Genau. Ja. Und diese Episoden hauen wir quasi einmal die Woche raus, einfach weil wir Bock haben, mit euch unsere Musik zu teilen. Das heißt, ihr folgt uns erstmal bitte auf Soundcloud rein, dann auf Twitter und auf Instagram, meine Freunde. Pass mal auf mich, ja, weißt du, was wir machen, Leute? Wir haben verlinkt einen wunderschönen Soundcloud-Kanal, ja? Und mit diesem Soundcloud-Kanal sagen wir einfach mal, keine Ahnung, wenn man einfach mal so 30.000 Follower hat, können wir doch eigentlich mal so einen Free-Track rausballern, oder? Was hältst du davon? Könnte man vielleicht tun. Also hier auf jeden Fall mal die Aufforderung an euch, wenn ihr mal was hören wollt von uns, Leute, dann checkt auf jeden Fall mal unseren Soundcloud-Link aus. Der ist nämlich ganz oben verlinkt. Natürlich auch ebenso Twitter, Instagram und Facebook. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen, denn wir brauchen erstmal ein bisschen neue Peoples auf diesen neuen Networks. Was machen wir in L.A., meine Freunde? Ich rede hier gerade an einem Stück durch. Ich hoffe, das ist cool für dich. Ne? Wäre cool, wenn du mir auch mal das Wort teilen würdest. Natürlich, würde mich darüber freuen, weil ich meine... Super, dann würde ich sagen, Leute, machen wir direkt weiter. Revi hatte ja schon genug Screentime in seinem Leben. Ja, was machen wir denn, ey? Es gibt mir die Frage einfach mal an dich, wenn du jetzt schon hier sich so rausspielst, mein Freund. Ja, was machen wir in L.A.? Also, Revi ist hier auf der TwitchCon und kam dann ungefähr eine Woche vorher zu mir. Ja, ich bin übrigens auf der TwitchCon und wir haben doch da sowas gemacht mit so einem Rapper aus L.A. Lass uns jetzt mal vom Musikvideo drehen. Lass das doch mal in einer Woche machen. Passt das für dich? Und dann haben wir innerhalb von einer Woche uns die Beine und Haare ausgerissen, um hier alles zu stemmen. Der liebe Twitch-Boy Simon steht auch noch da vorne. Kuss auf der Norge, Bruder Amina. Ja, wir sind auf jeden Fall hier, um ein Musikvideo zu drehen mit Cliff Savage. Ihr habt das vielleicht schon auf dem Instagram-Profil von uns gesehen, falls ihr uns da folgt. Und weißt du was? Sollen wir vielleicht mal ganz kurz, ein minimal ganz kurz, gönnt euch. Oh mein Gott, hast du das gehört, wie krank das war? Das ist krass. Leute, ich schade, dass ihr nicht mehr hört. Alter, heftig, oder? Das könnt ihr aber bald hören, denn bald kommt nämlich dieser zugehörige EP irgendwann raus, Leute. Wir sind nämlich gerade dabei, eine komplette EP zu produzieren. Unter anderem wird dafür auch hier das Video gedreht. Wir haben noch weitere Songs mit weiteren bekannten Künstlern, die auch in Deutschland angesiedelt sind. Lasst euch einfach mal überraschen. Vom Sound her würde ich sagen, geht das Ganze in die Richtung Heaven Trap, Future Bass, Future House. Werden ein paar House-Tracks dabei sein. Richtig, genau. Es wird auf jeden Fall ganz gut durch mich. Also wer unsere Radioshows kennt, der weiß ungefähr, in welche Richtung. Richtig, genau. Falls ihr es noch nicht kennt, folgen Sie auf Soundcloud. Amen, Akkoim! Oh, aua! Knapp.
Ja, Leute, das wollten wir euch eigentlich sagen. Daran arbeiten wir echt schon jetzt seit einem geraumen Jahr oder sowas ungefähr. Wir haben auch schon früher mal ein paar Sachen gemacht, die deutlich unangenehmer anzusehen sind als alles andere. Wenn ihr wollt, dass wir darauf mal reacten, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Denn da gibt es auch Musikvideos dazu, wo wir ungefähr 14 waren. Unveröffentlichtes Material von mir, wie ich aussah wie ein Eimer. Also noch beschissener als jetzt, Leute. Wird auf jeden Fall spannend. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur mitgeteilt haben. Wir sind da quasi jetzt am Start mit Not So Cool Music. Haben auch letztes Mal zur Gamescom im Bootshaus aufgelegt. War richtig, richtig nice. Also der Turn-Up war auf jeden Fall da, oder? Auf jeden Fall. Die Leute waren auf jeden Fall die Bude leer gespielt. Definitiv. Saraz hat danach nichts mehr gemacht, alle die langen Nase. Das war auf jeden Fall echt nice, Leute. Wie gesagt, die Leute, die schon mitbekommen haben, fette Shoutout an euch. Die Leute, die noch nicht Bescheid wussten, folgt uns jetzt auf jeden Fall überall rein. Wir würden uns echt darüber freuen. War nur ein kleines Update-Video, damit ihr wisst, woran wir quasi die ganze Zeit arbeiten. Eine EP kommt auch bald, Leute. Für die Leute, die ganze Zeit fragen nach unserem Merchandise, nach unserem wunderschönen Logo, kommt auch alles irgendwann. Wir machen alles Step by Step gerade. Für uns ist erstmal gerade nur wichtig, dass wir Spaß haben mit der Musik und dass wir einfach drauf losproduzieren und schauen, was dabei rumkommt für ein nettes Ding. Das Musikvideo wird nämlich richtig, richtig heftig. Release der ganzen Geschichte wahrscheinlich erst nächstes Jahr, also seid auf jeden Fall drauf gefasst. Das wollte ich euch geklärt haben, ich wollte Micha kurz vorstellen. Vielleicht noch interessant, Micha könntet ihr aus dem einen oder anderen Track noch kennen. Micha, gib dir die Blöße und erzähl den Leuten, wo du herkommst. Ich bin damit raus, Leute. Wir haben schon früher mal ein bisschen Musik zusammen gemacht, also es ist jetzt nicht so ganz neu, sondern neben den unveröffentlichten Sachen, die er gesprochen hat, dieser nette Mann da vorne rechts, haben wir unter anderem auch schon Revis Intro, das vorletzte, ja, gemacht. Ah, das letzte auch? Das letzte ist auch von mir. Wer sich vielleicht erinnert, vor 3 Jahren, als der EDM-Hype so war, gab es diesen Lizardmann-Song. Das ist auch ein Projekt von uns beiden. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir das Video schon, weil es jetzt richtig unangenehm wird, Leute. Ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, folgt uns auf Soundcloud, Instagram, Twitter, Snapchat, Pornhub, weiß ich was rein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja.